Hallo und herzlich willkommen im Paradies, genannt Dead Island. Ich weiß gar nicht warum. Jetzt redet er hier, aber Firefox kann uns weiterhelfen. Ja, warum? Ja, keine Ahnung. Es sind hier Zombies ohne Ende auf dieser hübschen tropischen Insel. Und Shekuti hier, keine Ahnung, der hat gerade nichts. Wir haben jetzt haufenweise Missionen hier rumhängen. Ja, müssen wir mal eine machen. Richtig, und reparieren muss ich zwingend. Zwingend muss ich reparieren. Aber das können wir ja unten machen. So. Glaube ich. Ja, oh, es läuft irgendwie sich langsam hier gerade, wenn man nicht rennen kann. So. Irgendwo ist hier unten ein Repair-Slot-Ding. Ja, hier unten. Hier. So. Reparieren. Wo ist denn mein kaputtes? Da. Reparieren. Jo. Ich meine, wir haben ja arschvoll Kohle. Da, das Hackmesser. Das Hackmesser hat 0% bei mir. So. Bringen wir es mal alles nach oben. Upgrade mache ich mal nicht. Ich warte erstmal auf die ersten Special Items denn. Ne? Oh ja, ich will eine Kettensäge. Ich will eine Kettensäge. So, was wollen wir. Weiß ich nicht. Was wollen wir für eine Mission nehmen? Ich habe jetzt keine Ahnung. Irgendwas, wofür wir dieses Auto hier brauchen. Warte mal, ich gehe mal auf M wie Quests. Hauptquest ist Zeit totschlagen. Die hat aber Schwierigkeitsstufe 4 Köpfe von 5. Wir haben hier Nebenquests. Mein Schatz, bringe Janine die Halskette. Ach so, wir müssen Janine noch die Halskette bringen. Ach so, wo ist denn das? Warte, ich, ne? Ich gucke. Ich aktiviere mal das Ding. Es geht hier lang und hier lang und hier lang. Und die aus dem Auto wieder aussteigen. Und hier lang und ist das langsam. Da ist Janine. Hier, Janine. Yes. Da ist sie. This is it. This is it. Thank you so much. Here's the reward I promised. Das kriegen wir. 500 Erfahrungspunkte kriegen wir und ein schweres Fleischermesser. Oh, das nehme ich direkt mal mit hier. Ja, das kann ich gar nicht. Egal, ich habe meine Sichel weggeschmissen. Was habe ich jetzt? Ach, das Tauchermesser, das ist in Ordnung. So, dann, was hat er hier für eine Aufgabe? Why the hell did I stay here with Cinnamoy? I should have listened to Maggie and left with James and the others. Mhm. Probably found a way off the island by now. Ja, ja, bestimmt. Maybe there's still time to find them. If you're out there and you see Maggie and the others, could you let me know where they are? Ja, ja. Vielleicht später starten, warte mal. Du siehst aber heute echt wunderschön aus. Ja, guckst von hinten wieder. Nee, von vorne. Achso, von vorne. Ich guck doch. Achso. Hallo. Ja, du hast im Ausschnitt hast du Geldscheine bei mir. Wow. Was hier so. Mit ihm hier, Margaret? Was, Margaret? Wo ist Margaret? Hier, Margaret. Ach, die will nichts. Okay. Nee, die hat keine Quest. Er hat hier eine. Aber er hier, Max Portman. Ja. But I think he's probably okay. Na klar, ist der in Ordnung. Zufällig. Ja, ich starte hier einfach mal alle. Ja, ja. Alles klar. Doyle, who works in the Diamond oh, der Doyle. I'm thinking maybe he's hiding out there. Alles klar. Nimmst du das mit, oder was? Ja. Weiß ich nicht. Hast du aktiviert? Ja, ist nur drei Sterne dann nur. Drei. Hast du aktiviert, ja? Jo. Naja, dann, du hast, ich hab nicht. Ich hab also, den Questmarker. Ja, ja. Ich glaube, wir müssen da mit dem Auto hin. Ja, dann fahren wir mit dem Auto hin. Du fährst. Okay. So. Ja, ich weiß nicht. Du hast auch immer so einen ganz komischen Bleifuß. Ist klar. Du kannst ruhig mal ein bisschen blinzeln. Blinzeln. So. So, hier ist nur 30 erlaubt übrigens. Also nee, 15 stand unten. Ach so. Vorsicht! Boah! Nein. Oh, yeah, yeah. Okay. Gut, dass ich nicht die Treppe runtergefahren bin. Oh, Zombie! Ja, das Spiel wird ja nicht offiziell in Deutschland verkauft, ja. Ja, eben habe ich, hab ich, ne? hab ich gelesen. Also es ist aber auch nie vorgesehen gewesen, dass es auf dem deutschen Markt verkauft wird. Aber ich verstehe es nicht. Also es ist zwar schnetzelig, aber es ist jetzt nicht irgendwie menschenverachtend oder so. Nee, vor allem, weil man ja die Menschen an sich ja überhaupt nicht verletzen kann in dem Spiel. Ja. Ups. Wow. Da kommt ja, da kommt mit ja. Der hier. Oh, die Scheibe ist kaputt. Ich warte, ich mach die mal eben weg. Ja. Oh, da ist noch einer. Da ist noch einer. Ja, aber ich meine, dass das Spiel für Erwachsene ist, ist schon klar.
Richtig, und dass man auch differenziert. Ich meine, es gibt doch auch Zombie-Filme im Fernsehen. Ja. Oder was ist mit, wie heißt das hier? Wie heißt es? Weißt du, was ich meine? Nein, das andere. Die Serie. The Walking Dead. Genau, da ist es doch genauso, oder Moment nicht? Moment mal. Wie geht's hier? Ach, warte mal, wir müssen aussteigen. Ja, ja, F drücken. Und wo müssen wir dann hin? Gehen wir jetzt hier lang. Okay. Where the hell did I put that? Ach nee. Hä? Ja, was stimmt hier nicht? Wir müssen hier runter? Wo bist du denn lang gefahren? Ja gut, dann gehen wir jetzt hier runter. Ja, The Walking Dead, da sind doch bestimmt auch Zombies und die werden massakriert. Nein, das ist ja auch brutal und so. Also, ne? Und nur weil man jetzt hier Gliedmaßen abtrennen kann, das ist ja genauso wie bei Postal. Ja, das ist aber auch nicht so legal, ne? War das nicht auch mal aber mittlerweile kann man es doch kaufen, ne? Ja, ich glaube, weil es auch schon ein bisschen älter ist, oder? Ah, gut. Oder weil die grafische Darstellung einfach nicht mehr zeitgemäß ist und deswegen. Jetzt irgendein Zombie, ne? Das ist so wie mit Wolfenstein ist ja jetzt auch runter, ne? Ja, das haben sie aber neu eingereicht, ne? Das mussten sie neu einreichen und dann wurde es runtergenommen. Und Quake ja auch. Sind wir noch im Weg, ja, ne? Ja. Apropos, bleibt das Auto jetzt immer hier stehen und wir können nicht mehr wegfahren? Wow, das sieht ja geil aus. Ui, eine Lagune. Ich meine, die Grafik ist jetzt ja auch nicht so. Also ist es okay, aber. Ja, ist 2011, ne? Also darf man nicht vergessen. Hat schon ein paar Jährchen auf dem Buckel. Aber ich find die Stimmung ganz cool. Also ich meine, die Zombies rennen schnell. Die sind nicht lahmarschig. Und es ist idyllisch. Es ist auch idyllisch hier gerade. Hat ein bisschen was von Far Cry. Du kannst nicht schneller laufen, wa? Doch, ich kann rennen, aber das verbraucht ja Ausdauer und ich habe keinen Bock hier, dass mich ein Zombie frisst. Ach, nur ein bisschen, komm. Also ein bisschen rennen. Wo müssen wir da eigentlich hin jetzt? Ja, jetzt 180 Meter. Irgendwas war hier. Nö, hast dich geirrt. Das ist alles. Hier ist keiner. Überhaupt keiner ist hier. Ich weiß nicht. Ich glaube, du. Ich trinke mal was. So. La 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 la. Da sind sie. Wo? Ach, du bist schon gleich wieder hin hier. So, weg ist er. Also ich finde das cool. Also das Zombie-Gameplay ist hier schon sehr cool. Also das Spiel ist nicht umsonst gut bewertet. Okay, Entschuldigung. Nun kann man sich darüber streiten, ob man jetzt die Gliedmaßen abtrennen kann und so weiter. Och, ganz ehrlich, also das könnte man sich auch sparen. Das muss nicht sein. Aber so ein bisschen Feedback muss da sein. Ja, ja, das ja, weil die hören ja erst auf, wenn sie... Oh, da ist ein Dicker. Das ist ein Dicker. Der kann treten. Aber ich meine, bei Dead Space kann man ja auch Gliedmaßen abtrennen, ne? Ja, aber von Außerirdischen. Aua, aua, au. Wie kann man nochmal Kick machen? Ey, der Typ, der ist echt übel, ne? Ja, und ich habe gerade hier richtig... Oh. Warte mal, pass mal auf. Achtung. Hast du eine Kettensäge oder so? Was war das? Ketten. Oh, ich habe keine Energie. Ich kann nämlich rennen und einen Roundhouse-Kick machen. Aua. Wow. Miststück. Au. Oh, das hat gesessen. Oh, das wird aber auch Zeit. Das hat aber auch gerade gesessen. Stück, ey. Komm, wir treten runter. Ich brauch Heilung. Irgendwo. Nein, aber ich meine, Dead Space, da ist es ja ein wichtiges Spielelement, auch die Körperteile abzutrennen. Ja, ja, damit die nicht kommen, ne? Oder bei, wo waren das? Ach, bei Fallout zum Beispiel, gegen die Zombie. Bei Fallout ist es ja auch. Aber es gibt aber auch eine zensierte Version von Fallout 3, ne? Ja, aber 4 nicht. Die ersten Versionen, die rausgekommen sind von Fallout 3, das wurde später rausgepatcht. Aber 4 ist noch ganz normal clean. Ja, später haben sie es nicht mehr zensiert. Richtig, und im Prinzip ist ja Fallout 4 anderes als das Spiel hier. Und ich bin immer gezwungen, schon wieder. Und ich bin immer gezwungen, auch hier zu kämpfen und zu metzeln. Geht ja nicht anders. Und wenn ich ganz schnell die Zombies in Fallout 4 den Chaos machen möchte, dann komme ich nicht drum rum, denen die Füße wegzuschießen oder so, damit die mich nicht angreifen. Sinn. Ja, das macht schon Sinn. Also hat schon eine gewisse Logik. Wasser. Warum das denn? Ja, ich gehe mal einfach. Ist egal.
Also, wo du uns hier wieder hinführst. Ja, das Navi, ne? Ich kann nach unten gucken gerade. Brauchst du Hilfe, oder geht's? Nee. Dein Hintern hat den Weg blockiert gerade eben. Ja. So, sind wir jetzt da? Nee, ist noch 22 Meter. Ach du Gott. Da ist sie. Voll Zombie verseucht und sie steht da schillig rum. Die sieht aus wie ihre Schwester. I fucking love champagne. Can you find some for me? Alter, die will Champagner. Was stimmt mit der nicht? Okay. Wir waren Drogen gerade eben. Ach, Moment. Das ist die gar nicht. Wir hätten noch ein Stück weiter gemusst. Oh, nee, ne? Sorry. Not cheap shit. Huch. Ah, Moment mal. Jetzt, hier ist der Questgeber. Wo? Da. Hier. Was ist da hier los? The whole world's going to hell and the last person I want to be with is that goddamn wife of mine. Look, take the money and whatever else you want. It's no use to me anymore. And tell her. Was soll ich ihr sagen? Believe me. It's for the best. Sollen wir ihr sagen, dass er tot ist? Naja. Ich hab mal das Geld mitgenommen und dann sagen wir ihr, dass er hier ist. Oh, hier ist noch eine Kiste, hast du gesehen? Oh, nee, hab ich nicht. Aber ich mach nur ein schwaches Brecheisen drin. Ach so. Was ist das hier? Mittleres Medikit. Ein Holzbrett, okay, braucht keiner. Ist das da? Irgendwas mit Fakten? Fancy, okay. Ich guck mal den Questmarker. Was haben wir denn? Auf Sendung. Rede mit Dominik. Also entweder gehen wir jetzt erst wieder komplett zurück oder machen noch was anderes zwischendurch. Zeit für Alkohol. Haben wir alles? Familienangelegenheiten. Kehre mit guten Nachrichten zu Max und Kelly zurück. Okay, das haben wir ja. Klopfen an Himmelstor. Folge Colin. Nee, der ist oben. Und auf Sendung ist Dominik. Der ist bestimmt auch oben. Ich glaube, wir müssen zurück. Die Frage ist, können wir vielleicht schnell zurückreisen oder brauchen wir die Schnellreise? Ich glaube, wir brauchen immer die Schnellreise, ne? Ah, ist ja doof. Wobei, hier gibt es eine Schnellreise. Warte mal, hier gibt es eine Schnellreise. Aber da kommen wir ja, glaube ich, her. Okay, ich habe mir eine Markierung gesetzt. Ich gehe los. Whatever. Ja, whatever, also genau. Ich habe die Markierung auf unseren Ursprungsort. Lalalala. Meinst du, das ist schlau? Wieso? Ist doch nur Wasser. Warum ist meine Sicht so verschwommen? Ich verlasse den spielbaren Bereich. Was? Nein, wieso den spielbaren Bereich? Warte. Okay, jetzt habe ich erstmal keine Puste mehr. Kleinen Moment. Ah, da ist eine Leiter. Sehr gut. Das ist eine Abkürzung, nämlich. Ich weiß nicht. Ja, ich kenne nämlich einen Umweg, weißt du? So, kraftloser Hammer braucht doch keiner. Nur ein kraftloser Hammer. Und ich brauche eigentlich was zum Essen. Ja, hier, Coke wäre geil. Na toll. Ha, ich hab's geschafft. Boah, Zombies! Also, ich hab hier keinen. Aber ich krieg hier vielleicht was zu trinken. Ja, hier. Oh, nee, das war Alkohol. Nee, ich will hier. Hier ist ein Erfrischungsgetränk. Also, erste Regel der Zombie-Apokalypse, zusammenbleiben. Oh, hier ist was zu trinken. Ach nee, Alkohol. Na, dann bleib doch mal bei mir hier. Ich hab mir einen Alkohol genommen. Gibt's hier eine Coke noch irgendwo? Da ist eine. Geil. Ich geh mal hier hoch. Ja. Weil hier gibt's eine Schnellreise. Warte mal. Oh, hier ist zu. Was? Geht's ist zu. Ja, okay. Ach, dann latschen wir halt hier hoch. Ist doch egal. Ist das hier oben? War hier oben die Base, ja, ne? Ja, eigentlich schon, aber die ist zu. Weil dann können wir hier nämlich das Auto wieder schnappen und dann fahren wir einfach. Na, wir waren zurück. Ja oben hier beim Leuchtturm, ne? Aber du fährst, ne, diesmal? Ach, diesmal ich, ja. Diesmal fährst du. Warte mal, hier ist eine komische Fliege gerade unterwegs. Also dieses Wetter, das Wetter ist zurzeit richtig lästig. Machst du das Fenster auf, hast du Mücken drin. Machst du es zu, sind die Fliegen da. Wir haben überall komplett an den Fenstern und Türen haben wir so Fliegengitter. Haben wir ja auch, aber immer nicht an den Türen. Und wenn die offen sind, ist vorbei. Ach so, ja, okay, das stimmt. Ja. Die gehen ja überall durch. Also, doch. So, ich muss auf die andere Seite, nehme ich mal an. Da, komm. So, ich muss mir einen neuen Zielmarker setzen. Kleinen Moment. Mach das. Wir müssen. So, da müssen wir hin.
Okay, ich habe ein... Jetzt geht's los. Was? Achso, ich habe den falschen ausgewählt. Warte mal, ich habe den falschen. Wo müssen wir eigentlich hin? Kein Problem. Lass dir Zeit. Wo müssen wir eigentlich... Ach, da müssen wir hin. Oh, ist ja so weit weg. Ist das wirklich so weit weg? Ist ja nicht so, als würde hier eine Zombie-Apokalypse irgendwie so... Ist das so weit weg, echt? Ja, 400 Meter. Okay, ich habe es gesetzt. Wow, was ist denn hier los? Oh, rechts. Und das ist ja wie in Monaco hier. Links. Oh, Vorsicht. Oh. Ja, genau. Das war richtig perfekt. Nee. Oh, guck mal da. Da drüben, da ist Hollywood. Bei Neu Holiday steht da. Aha, verstehe. Ich muss bist mal ein bisschen rechtslastig. Ja, ich muss da vorne gucken. Deswegen. Vorsicht, links. Oh, was? Zombies. Welches links denn? Der kommt. Ach, das ist egal. Lass ihn kommen. Ja. Der braucht auch seinen Spaß. Rechts. Ich glaube, wir sind gleich da. Ja, wir sind gleich da. Ich sehe es kommen. Ich sehe es. Oh, nee. Ah, ja. Hat alles geklappt. Bungalow. Scheibe ist im Arsch. Mach mal weg. So. Oh, da steht das Auto wieder. Ach, cool. Ja, also das Auto wird immer resettet. Das ist sehr gut. Ich hab Blut an meiner Sichel. Echt? Richtig blutig. Was hast du da schon wieder gemacht? Guck mal, hier ist auch Massaker. So, wir müssen mit ihm sprechen hier. Hallo! Poor son of a bitch. I thought he'd make it. Guess I was wrong. Ach, sagen wir ihn wirklich. Wir haben gelogen. Und das nur wegen der Kohle. Was ist hopeless? Ich glaube, wir sollten noch nach oben gehen. Ich glaube, da gibt es die Hauptgeschichte oder so. Ah ja, lass mal die Hauptgeschichte. Wir sollten da irgendwie Collins folgen oder so ähnlich. Uah. Was ist eigentlich die Lösung aus dieser Zombie-Apokalypse? Gibt es da eine oder nicht? Weiß ich nicht. Hier ist Dominic, mit dem ist versprechen. Hey, who are you? Too weak to reach past the island. We need a signal amplifier to cut through the static. Aha. I worked on an antenna at the lighthouse nearby. I'm sure they got an. Du machst gerade Square Dance hier vor mir oder was? Yeah. But you, think you can get it for us? Was willst du? Auf Sendung. 1000 EP. Ach komm, ja. Aktivieren wir. Ja, klar. Aber das spielen wir erst in der nächsten Folge. Och nö. Doch. Ich bin da ganz gemein. Wir spielen es erst in der nächsten Folge. Aber, warte mal. Wo gibt es denn diese Questübersicht? Hier bei Quest wahrscheinlich. Ja, genau. Ist die Hauptquest jetzt Zeit totschlagen oder welche ist es? Die Hauptquest. Auf Sendung hast du gemacht, ne? Ich habe jetzt auf Sendung gemacht, ja. Und Zeit totschlagen ist die Hauptquest. Aber cool. die hat noch vier Köpfe, weißt du? Ja, macht nichts. Und da steht ja außerdem, hilf Mike und Dominic. Und wir haben jetzt gerade Dominic. Ach nö. Ja, da ist er. War Spaß. Na gut, okay, dann wünschen wir unseren Zuschauern natürlich eine gute Nacht, einen schönen Tag und, oh ja, Akrobatik, wir machen ein bisschen Workout noch, bevor es dann zur nächsten Folge geht. Das sieht so bescheuert aus. Das sieht richtig blöd aus. kann man auch crouchen? Nee, geht ja nicht, ne? Ach doch, wow, ey, das ist schon fortschrittlich, ne? Gut. Aber wie dann, du so laufen kannst, also, naja, ist egal. Mach noch mal so, zeig noch mal. Ja, ich mach mal so. Renn nicht weg, warte. Ja, wir können nicht unter den Rocken gucken. So, nee, können wir nicht. Wir sagen dann tschö mit Ö und bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.